Wusstest du, die Fixies sind klitzekleine Wesen? Sogar mit einer Lupe sind sie fast nicht zu sehen. Es ist fast nicht zu glauben, sie sind so winzig klein. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Der Magnet. Also, hier wird ein Packomat gebraucht. Nanu, wo kommt diese Schraube her? Autsch! Da ist Papus auch nicht drin. Wie furchtbar! Er ist sicher für immer verschwunden. Schon 5 Tage sind vergangen. Mach dir keine Sorgen. Wir werden ihn bestimmt finden. Ja, wir finden ihn bestimmt. Lasst uns noch mal in der Küche nachsehen. Da haben wir schon nachgeschaut. Diesmal schauen wir genauer nach. Lasst uns mal da drin nachsehen. Das haben wir doch schon so oft gemacht. Simka, Nurlek, was sucht ihr denn andauernd? Doch nicht was, wen? Unser Papus wird vermisst. Wir suchen ihn schon seit einer Woche. Oh nein. Er hat sich wahrscheinlich schon in eine Schraube verwandelt. Hä? Er hat bestimmt keine Energie mehr. Kann ich euch helfen? Gute Idee. Heb uns doch erstmal hoch. Wir sind vom Rumrennen schon ganz erschöpft. In einer gefährlichen Situation kann sich ein Fixie in eine Schraube verwandeln. Aber manchmal geschieht es ganz von selbst. Zum Beispiel, wenn ein Fixie nicht genug Energie hat. Wenn das passiert, wird der Fixie schwach, träge und gerät in eine Winterstarre. Er wird zur Schraube. Dieses Unglück geschieht, wenn sich ein Fixie nicht auflädt. Nämlich mit Hilfe eines Gerätes. Deswegen arbeiten Fixies immer in Geräten. Dort können sie sich regelmäßig aufladen. Manchmal hat ein schwach gewordener und in eine Schraube verwandelter Fixie Glück. Wenn ein Mensch ihn findet und ihn in ein Gerät einschraubt, dann kann der Fixie aufgeladen werden und wieder zum Leben erwachen. Anschließend wird er sich abschrauben und weglaufen. Während der Mensch sich wundert, wo ist die Schraube hin? Ich weiß, dass ich sie eingeschraubt habe. Also, wo sollen wir zuerst gucken? Suchst du nach etwas Bestimmten, Tom Thomas? Und was hast du da in deiner Hand? Nur ein paar Schrauben. Oh, ich hatte vorhin eine gefunden. Vielleicht gehört sie ja dir. Wahrscheinlich. Wo ist sie jetzt? Hier, nimm sie und lass sie nicht wieder rumliegen. Soll ich mich umdrehen, damit sich euer Papus wieder zurückverwandeln kann? Er liegt da schon seit einer Woche drin. Ihm fehlt die Energie, sich wieder zurückzuverwandeln. Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn einschrauben in ein Gerät. Das wird ihn dann wieder aufladen. Okay. Aber welche ist Papus? Alle diese Schrauben hier könnten Papus sein. Wir nehmen einen Magneten. Wie das? Der wird ja alle Schrauben gemeinsam anziehen. Oh nein, nicht jede. Nicht jede Art von Metall wird von einem Magneten angezogen. Man kann es leicht selber ausprobieren. Man braucht nur einen Magneten. Zu Hause habt ihr wahrscheinlich einen an eurem Kühlschrank. Versucht ihn nah an Metallobjekte, die es im Haus gibt, heranzubringen. Wie an einen Löffel oder einen Nagel oder Münzen. Ihr werdet merken, dass der Magnet einige der Metallobjekte sehr stark anzieht, während er andere Metallstücke weniger anzieht. Und dann wird es einige Metallstücke geben, die vom Magneten gar nicht angezogen werden. Verstanden. Und zweitens? Die zweite Sache ist, dass wir Fixies überhaupt nicht angezogen werden, wenn wir uns in Schrauben verwandeln. Lasst es uns probieren.
Hier, ich hab ihn. Und nun schrauben wir ihn rein. Sag mal, sind da noch andere Fixies drinnen? Was? Sind wir dir etwa nicht genug? Doch, na klar, ich frag bloß. Nichts da. Oh, und die Schraube ist weg. Seht euch das an. Er hat sich bereits aufgeladen und selbst abgeschraubt. Ruh dich doch einfach aus. Nach so einem großen Abenteuer. Nein, danke. Ich hatte genügend Ruhe. Übrigens, das ist etwas, wonach ich mich schon lange gesehnt habe.